Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist schade, dass der Kollege Saleh nicht im Raume ist. Er hätte sich sicherlich gefreut, bei der Rede von Herrn Greins zu hören, dass wer gegen die A100 ist, sich gegen das städtische Gesamtinteresse wendet und wirtschaftsfeindlich ist. Der Kollege Saleh hat nämlich nach eigener Aussage zweimal auf SPD-Parteitagen gegen den Weiterbau der A100 gestimmt. Was wir hier vorliegen haben, ist ein Antrag, wo man nur sagen kann, das ist der Fluch der bösen Tat. Und der Kollege Greins hat es sehr gut dargestellt. Wenn man den 16. Bauabschnitt baut, stellt man auf einmal fest, dass man Verkehrsprobleme an der Elsenbrücke und an der Stralauer Allee bekommt. Folglich muss der 17. Bauabschnitt kommen. Dann stellt man aber fest, wie der Kollege Geisel festgestellt hat, wenn man das weiterbaut bis zur Frankfurter Allee bzw. bis zur Stockower Straße, kriegt man dort wieder ein Problem. Folglich muss man den Ringschluss vollenden und das Ganze bis nach Pankow weiterführen. Das ist die Logik. Ich sage nur, diese Logik ist eine falsche Logik. Und wie der große Sozialdemokrat Herbert Wehner mal gesagt hat, ich nehme mir heraus, ihn zu zitieren, da wird der Quatsch immer quetscher, meine Damen und Herren. Und deshalb wäre es mal an der Zeit, darüber nachzudenken, nachdem Sie all diese Probleme, die von der Opposition immer formuliert worden sind, jetzt auch von Ihnen formuliert werden, darüber nachzudenken, ob es nicht notwendig ist und richtig wäre, aus dieser falschen Logik auszusteigen und noch die Notbremse zu ziehen, meine Damen und Herren. Wenn Sie nämlich diese Logik weiter betreiben, heißt das, Sie bauen, wenn Sie es denn finanziert bekommen, Sie bauen durch die Stadt eine Schneise, die gewachsene Stadtstrukturen zerstört, die neue Barrieren innerhalb der Stadt schafft, weil auch da, wo Sie untertunneln, haben Sie natürlich ein Problem, und Sie werden ja nicht alles untertunneln, das ist die Planung. Sie werden mit dieser Stadtautobahn, diese Ideologie wird sich nicht realisieren, dass damit verkehrliche Entlastungen stattfinden, sondern es gilt nach wie vor der Grundsatz, dass neue Autobahnen und neue Straßen Verkehr anziehen. Das ist ein Verkehrskonzept aus der Vergangenheit, aus dem letzten Jahrhundert, meine Damen und Herren. Und deshalb sage ich, das macht keinen Sinn. Und ich sage Ihnen auch herzlichen Glückwunsch bei den Gesprächen über den Länderfinanzausgleich und Altschuldenhilfe, wenn Sie gleichzeitig antreten, für wenige Kilometer unsinniger Autobahnen Milliardenforderungen an den Bund zu stellen. Das wird die Solidarität der anderen Bundesländer an dieser Stelle wirklich befördern, kann ich Ihnen nur sagen. Meine Damen und Herren, und ich empfehle Ihnen auch noch mal, in die Geschichte Ihrer eigenen Partei zu blicken. Es waren die Berliner Sozialdemokraten, die in den 70er Jahren sich verabschiedet haben von der alten Planung der Schließung eines Autobahnrings und vom Ideal der autobahngerechten Stadt. Das war Harry Ristock, der sich damals verabschiedet hat. Und das war nicht nur wegen der Mauer. Das ist doch Quatsch. Sie fallen zurück auf die alte Planung der 60er Jahre, wo Sie sich mal von verabschiedet haben. Und ich erinnere mich, 1981 ist Hans-Jochen Vogel aufgetreten und hat gesagt, die Westtangente wird nicht gebaut, die Berliner SPD ist wieder wählbar. Ich sage, verkehrspolitisch ist die Berliner SPD der heutigen Zeit nicht mehr wählbar.